Muy buenas tardes. Hallo, guten Nachmittag an alle. Bevor wir anfangen, möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei dem Leben bedanken, dass es uns möglich macht, dass wir hier alle sind und alles teilen können, damit wir uns so schöne, viele Zusammenkünfte erleben können und unser Herz klopft weiter. Ich möchte auch mich bei David, bei Monse, bei dem ganzen Team bedanken für diese gute Arbeit, denn wir wissen, dass es wirklich eine harte Arbeit ist, aber die Organisation funktioniert wirklich wunderbar. So, und jetzt werden wir über die neurofokale Zahnmedizin sprechen. Seit einiger Zeit möchten wir wieder über die Zähne wieder verbinden mit unserem Organismus. Diese Zähne, die sehr oft vergessen werden in der Medizinfakultät, die nichts mit dem zu tun haben, was lebt, mit dem Biologischen, sondern und jetzt versuchen wir wieder diesen Zahn zurückzugewinnen und Teil dieses Organismus zu machen. Und dieses hat Herr Adler, Dr. Adler, als erster gelehrt wieder. Er hat sich getraut, wieder neue Wege zu suchen, und er hat viele Niederschriften hinterlassen von all den Fällen, die er in seiner Praxis erlebt hat. Und das hat es möglich gemacht, dass die neurofokale Zahnmedizin wieder wichtiger geworden ist und halt wieder einen Sinn gewonnen hat. Ein Zahn, der Teil ist des Systems und der Teil des Kontextes ist. In der Zeitung, einem Jahr nach seinem Versterben, hat man diese Wörter gesehen. Er hat professionelle Prestige, konstante klinische Forschung und eine große Liebe zur Natur zusammengeführt. Und es ist wirklich sehr wichtig, das zu verstehen und zu sehen, denn irgendwann mal haben sie unser Herz eingefroren und wir haben die ganze Sinnlichkeit vergessen und verloren und wir haben sind nicht mehr Teil des Lebens. Jetzt sind wir einfach oben, steht irgendwie oben an einem Dreieck und hat es uns nicht erlaubt, eine Beziehung zum Leben zu haben. Deswegen haben wir jetzt diesen kleinen Vortrag, der analysiert werden muss vom Bewusstsein her, der auch eine Forschung braucht, eine Wissenschaft, die uns versucht zu erklären, was wir machen, wie diese Beziehung zwischen den Zähnen existiert mit dem Rest des Körpers und natürlich diese ganze Wissen wollen, macht es, dass wir anfangen, eine Realität zu bilden. Und das macht es auch möglich, dass wir die verschiedenen Möglichkeiten haben, zu erklären, was manchmal unerklärlich ist. Ich glaube, als wir angefangen haben, diesen kleinen Tumor wachsen lassen, dann haben wir auch diese anderen Fasern des Lebens angerührt haben, die es möglich machen, dass wir mit dem Leben eine Beziehung haben können, dass wir Teil sein können des Lebens und halt auch angefangen haben, andere Sachen zu sagen. Also wenn wir das jetzt analysieren, aber wir müssen natürlich nicht vergessen, alles in eine Beziehung zu bringen. In unserer Praxis kam plötzlich ein spezieller Fall. Das ist ein Fall, den ich hier vorstellen möchte. Das ist der Fall von Elisabeth. Sie kam von einem anderen Arzt, der Neuraltherapie macht. Sie hat uns erzählt, dass sie Schmerzen in der Schulter hatte. Aber dieser Arzt hat gedacht, dass diese Schmerzen etwas zu tun hat mit den Zähnen. Sie ist dann eben zur neurofokalen Zahnmedizin weitergeleitet worden. Aber sie hatte ein Problem, und zwar als sie eines Jahres vorher, als sie die Amalgamfüllung ausgewechselt hat, hat sie in den Backenzähnen und in den Prämolaren hat sie Schmerzen gefühlt, die einfach überhaupt keinen Sinn hatten. Diese Schmerzen, die man nicht gefunden hat, woher die kommen könnten.
Und der Arzt versucht eben, das Problem zu lösen, aber die Erfahrung war einfach nicht gut, denn sie hat drei verschiedene Endodontien gehabt, die nicht funktioniert haben, und sie hat weiterhin dieselben Schmerzen. Einem Jahr, nachdem sie wieder bei uns zu uns kam, hat sie uns gesagt, ich möchte diese Erfahrung nicht wieder erleben, denn sie in ihrer Beziehung mit ihrem Körper glaubt, dass es irgendwas anderes geben könnte im Körper, das ihr diese Schmerzen provoziert. Deswegen haben wir eine Diagnose aufgestellt. Sie kam an dem Tag mit Grippe zu uns. Es gab auch andere Aspekte, die wichtig sind. Sie hatte Probleme, eine Hepatitis gehabt, sie hatte auch Nierensteine, einen Kaiserschnitt. Die Schulter, die eingefrorene Schulter, die auch diagnostiziert wurde. Und auch etwas ganz Spezielles ist, dass sie, nachdem sie eben den Zahn gezogen hatten, diese 16 Prämolar, hat sie kleine Kügelchen gemeint. Sie hatte Kügelchen und die sind dann plötzlich verschwunden, als der Zahn gezogen wurde. Was können wir denn machen in diesem Fall? Als allererstes haben wir mal analysiert, was sie isst, wie ihre Ernährung ist, etwas, was sehr wichtig ist. Claude Bernard hat schon gesagt, dass dieses Terrain, diese Umgebung, das Umfeld wichtig ist, was sie isst und wie sie sich ernährt. Und in Bezug von dem, was sie uns erzählt, können wir halt unsere eigene Diagnose erzielen. Und wir haben ein paar Punkte aufgezeichnet, wo sie ihre Schmerzen hatte. Das sind die verschiedenen Radiografien, mit denen sie gekommen ist, nach den Endodontien. Und hier sieht man es eigentlich nicht sehr gut, aber das scheint schon auch, wie die Pulpa auch angegriffen worden ist und die Probleme, die sie hat. Was wir haben, ist einfach eine Herstellung der ganzen Information. Es gibt etwas in ihrem Körper, das ihr sagt, dass etwas nicht funktioniert. Und von da aus müssen wir einfach versuchen, was passiert, was los ist. Was müssen wir als erstes mal sehen, was die Analyse ist? Das ist die Aktion und die Wirkung, etwas zu identifizieren und zu klassifizieren in verschiedenen Studien, in verschiedenen Feldern. Ich glaube, diese Analyse ist möglich. Man kann zum Beispiel auch ein Buch nehmen von einer wirtschaftlichen Forschung und dann auch genau sehen, bis zum letzten sehen, was man verstehen kann, was wir haben. Was wir aber nicht machen können, und ist, wir dürfen die verschiedenen Beziehungen der ganzen Organismen und der Teile des Körpers nicht vergessen. Wir müssen das alles mit inbeziehen und wissen, dass diese Teile auch sich verändern können, wenn sie Teile des Systems sind oder nicht. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir an einen Zahn denken, dann auch an verschiedene Interventionen denken, oder wenn wir ein Element rausnehmen aus diesem Mund oder etwas hinzufügen, dann wird das System sich verändern und so, wie es eben der Patient braucht. Und dann haben wir angefangen zu analysieren und dann müssen wir halt versuchen zu verstehen, was in ihrem Körper passiert, um eben diesen Pulpa-Dentin-Komplex zu entdecken.
innerhalb dieses Pulpadentin-Komplex werden wir die Odontoblasten finden. Hier sehen wir, dass wir hier die Papille haben, die Zahnpapille, und hier haben wir die verschiedenen Zellen, die nach außen wandern. Das sind die Odontoblastzellen, die eben das Dentin herstellen, oder das ist zumindest, was wir auf der Universität gelernt haben. Und die produzieren dieses Dentin dank der Elementen, die sie haben, und diese Odontoblasten Flüssigkeiten ausschneiden, die eben sich in Dentin verwandeln. Das ist das Gewebe, das wir dann haben auf unseren Zähnen. Und was wichtig ist, und das möchte ich auch hervorheben, ist, das Wichtige ist, dass es sehr oft, haben wir das gelesen in den Büchern, und manchmal verstehen wir, was wir verstehen möchten, und wir vergessen andere Sachen. Und in diesen Büchern wird dann auch über ein odontoblastisches Netzwerk gesprochen, das dann eine Art Kommunikation herstellt zwischen den Odontoblasten. Und wenn wir versuchen, das mehr zu studieren und zu analysieren, dann haben wir diese verschiedenen Aspekte, wo es wichtig ist, um zu wissen, ob ein Neuroodontoblast richtig ist oder ein Odontoblast ist. Denn wir haben immer über den Odontoblast gesprochen, aber ich habe angefangen darüber zu lesen, und hier haben wir diese Autoren, die uns was anderes erzählen. Wir haben hier ein Beispiel, die sagt uns, dass es eine Zelle ist des Sensorialsystems, und das habe ich nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, dass es nur Dentin herstellt. Wie kann es denn dann sein, dass es eine Zelle ist vom Sensorialsystem? Also müssen wir sehen, was diese Autoren sagen und was die erklären, wieso sie das so erklären. Sie haben dann gesehen, dass es in Dentin nervöse Fasern gibt, die dann nicht den fünften Paar sensibel machen. Gestern wurde über die Mikrozirkulation gesprochen, und hier diese Pulpergewebe ist ja auch Teil der Mikrozirkulation, und nicht nur wegen der Eigenschaften, die wir gesehen haben, sondern hier gibt es auch ein neurovegetatives System. Also diese ganzen Fasern, die wir hier haben, die hier in diesem Foto schön gesehen werden, haben wir auch andere Sensibilitäten, andere Möglichkeiten, sich zu kommunizieren mit der Umgebung. Also wir fangen an zu sehen, dass der Zahn oder diese Zelle zwei verschiedene Sensibilitäten hat. Eine, die von der Wurzel kommt, und die andere, die vom parasympathischen und sympathischen System kommt. Aber wenn wir weiterlesen, dann sehen wir auch, dass es diese Zellen auch eine Antwort gibt oder auf die Reize antwortet, die Dentina herstellt. Und es wird dann auch gesagt, dass so wie die Ganglien Dentin produzieren, glauben wir, dass das auch vom neurovegetativen System herkommen. Also glauben wir, dass wir in der Nähe des Neuralkranzes sind. Und wir glauben, dass dies ist alles sehr wichtig. Wir haben verschiedene Körner, wir haben Bläschen und Mikrotubuli. Und es wurde uns doch gezeigt, dass diese nur einfach zum Zellentragen da waren. Deswegen haben wir nie auf die Mikrotubuli aufgepasst. Aber diese große Anzahl an Mikrotubuli ist sehr hoch und sehr wichtig und hat auch viele nervöse Fasern bei. Die sind da und ist Teil der Pulpa, und die eben dann auch das Dentin ausscheidet. Diese Zellen, Neuronalzellen, die vom Trigeminus kommen, rollen sich ein, diese odontoblastische Struktur, und an sich haben wir gedacht, dass sie sehr wenige Zellen hat, aber sehr viele Mikrotubuli. Also müssen wir da was
analysieren. Wenn sie viele Mikrotubuli hat, dann muss das irgendwas mehr, dann muss mehr dahinter stecken. Das ist der Körper des Odontoblastikers. Und hier haben wir diese Verlängerungen, das sind die voll mit Mikrotubuli sind. Und wir haben darüber nachgedacht und haben diese Zellen angeschaut und haben die Zytoskelette gesehen und haben ein bisschen über die Physiologie, die Neurologie gesehen. Und wir finden nur einen Grund, damit dieses Zytoskelett existiert, und das ist, dass es einfach eine Form und Struktur den Zellen gibt. Aber wir haben dann auch andere Menschen gesehen, die andere Ideen haben. Stuart Hammerhoff, der in den Staaten lebt und arbeitet, der hat die Mikrotubuli sehr analysiert. Er sagt, es sind nervöse Systeme der Zellen und sie verarbeiten die Zelleninformation, um die Funktion zu organisieren und die Zusammenarbeit mit anderen Zellen. Ich gehe und bringe meinen Zahn und dann kann ich auch andere Zellen haben und andere Zellen produzieren. Außerdem sagte er, die haben ein komplexes Design, das ist genauso komplex wie ein Computer. Also das ist wirklich wichtig zu wissen, dass man so kleine Sachen hat, die man nicht sieht. Er sagt weiterhin, dass die quantische Computer sind und auch auf quantischer Ebene arbeiten. Und alles ist mit allem verbunden. Die Studien, wie die von John Bell oder von Klaus Eriasbeck, die über andere Studien debattieren, sagen, dass zwei Partikel wie eine arbeiten und sich solche benehmen, ganz egal, wie weit entfernt sie voneinander sind. Was ist es, nahe zusammenzuliegen oder entfernt zu sein? Auf jeden Fall Elisabeth, wir können die Patientin nicht vergessen, sie ist ja unsere Hauptdarstellerin hier. Sie sagt, dass nach der Neuraltherapie hat ihr der ganze Mund weggetan, sie hat auch nicht mehr beißen können. Aber nach einiger Zeit hat sie dann doch aufgehört, Schmerzen zu haben. Und auch der Zeigefinger hat ihr dann wehgetan. Das ist wichtig. Vielleicht hat der Zeigefinger etwas zu tun mit dem Mund. Ja, natürlich, weil das in ihrem Körper basiert. Also, wie Armin schon gesagt hat, fange ich an anzurühren, sie zu abzutasten und sehe, was da hat, und gibt ihr eine kleine Spritze. 8 Tage später kommt sie wieder und sagt, der Schmerzen am Finger ist viel besser und auch die Sensibilität der Zähne ist viel, viel besser. Wozu soll ich sie dann weiter behandeln, wenn es eh schon besser ist? Wenn sie mir schon sagt, dass es besser ist, dann sage ich ihr, dass sie einfach wieder kommen soll, wenn sie es wieder braucht. Monate später kommt sie, nachdem sie eben beim Zahnarzt wieder war, und da hat sie gesagt, und da erscheinen auch wieder diese Kügelchen unter des Armes auf. Dann machen wir eine Normaltherapie auf den Zähnen und dann sage ich ihr, sie soll wieder in 8 Tagen wiederkommen. Aber bis sie wiederkommt, können wir weiter über die Mikrotubuli sprechen. Hier sehen wir, dass Herr Hammerhoff weiter spricht und sagt, wenn man in eine Neurone reinschaut, dann sieht man tausende von Mikrotubuli, die über 100 Millionen von kleineren Tubulin-Proteinen zusammengebaut sind. Man könnte so sagen, dass diese Neuronen nur aus Mikrotubuli bestehen. Ja, deswegen sind sie wahrscheinlich auch irgendwie da. Jede Zusammensetzung der Tubuline ist Teil eines quantischen Status. Und im Gesamten ist jeder Mikrotubuli Teil dieser Information. Hammerhoff und Penhoff glauben, dass diese physische Information, die außerhalb der Zellen sind, wichtig sind und Teil der auf eine quantische Art und Weise in der Tubuli registriert werden. Also was ist dann mit dem Finger von Elisabeth?
diesen Reiz, den man mit dem Kokain hergestellt hat, hat das einen Effekt gehabt. Hamarov kommt nach Europa und trifft sich mit Penrose, denn er weiß, dass er über etwas anderes forscht, über das Bewusstsein. Und beide sehen, dass die Mikrotubuli Teil des Zytoskelettes da sind und dass sie sich auch zusammen verbinden. Was heißt das? Dass auf quantischer Ebene das System sich zusammen verbindet und auch zusammenarbeitet. Das heißt, dass jedes Element des Systems einen Effekt auf das andere Element haben kann. 15 Tage später kommt Elisabeth wieder zu uns. Sie hat Rückenschmerzen gehabt, die sie vor 16 Jahren schon gehabt hat. Die Zähne tun mir weniger, wenn wir nicht trinken, und auch das Beißen ist jetzt einfacher. Was mache ich? Ich taste sie wieder ab, den ganzen Rücken, all diese Teile, wo sie mir sagt, dass sie Schmerzen hat. Und dann mache ich kleine Injektionen. Es ist einfach nur das Abtasten der Haut. Und dann sagen wir, sie soll wieder 8 Tage später wieder kommen. Wie kann dieser Schmerz, alles was sie sich, woran sie sich erinnert, sind das Probleme, die einen Effekt auf den Organismus haben und der auch dann auf einen Effekt auf die ganze Gesundheit von Elisabeth haben. Wir haben holistische Systeme, die mit anderen Systemen in Beziehung sind, wo es keine Grenzen gibt. Und es ist da, wo sie sich untereinander beziehen können und wo sie untereinander arbeiten können. Und innerhalb dieses Systems sind natürlich auch die Zähne dabei. 4 Monate später kommt Elisabeth wieder zu mir. Sie sagt, es geht ihr sehr gut, aber jetzt tut ihr plötzlich wieder die Schulter weg, auf der anderen Seite, die andere Schulter. Ich war etwas gestresst und am Donnerstag habe ich auch ein bisschen Zahnschmerzen gehabt auf dem Prämolar. Aber und mit der Hand fängt sie an zu erklären, wo es ihr genau schmerzt und wo sie halt Schmerzen hat von einem Zahn zum anderen. Wenn man Neuraltherapie gemacht hat, dann denkt man an ein Ganglion-Striatum. Und wir wissen, dass das alles wichtig ist und es ist wichtig, diese Antworten zu suchen im Körper von Elisabetta. Wir wissen, dass eben die Endoplasten diese Mikrotubuli haben und die machen es möglich, dass man sich mit der Umgebung in Beziehung setzen kann, dank der quantischen Kohärenz. Das heißt, wir haben eine neue Möglichkeit zu kommunizieren oder Zellenbeziehung zu haben, die nicht biochemisch ist oder auch elektromagnetisch ist, sondern es ist eine Möglichkeit, auf Distanz zu bearbeiten. Man könnte das vielleicht nur erklären, wenn wir das Zytoskelett und die Mikrotubuli erklären und wie die in Bezug auf die Quantik arbeiten oder das, was wir nicht in einer Radiographie haben oder in einer Echographie. Wir haben also diese quantische Kosmologie, wo wir auch Teil sind, wo alle unsere Organismen Teil sind, sogar die Zähne, denn wir sind Teil dieses Universums. Die Odontoblasten kann man nicht nur mit Fasern des sensitiven Nervensystems, sondern auch des vegetativen Systems beziehen. Und sie sind Teil des ganzen Netzes. Wie können wir also die Zähne beiseite lassen? Wie können wir wenn wir einen Zahn bearbeiten wollen, ohne daran zu denken, dass
dieser Zahl voller Odontoplasten ist. Man denkt so zwischen 19.000 bis 43.000 Odontoplasten in jedem Zahn. Da berühren wir die ganzen Nervensysteme an. Und das ist sehr gefährlich. Es gibt also ein sensitives Netz, auch ein neurovegetatives Netz, das alles verbunden ist. Um eben zu verstehen, diese Analyse, die wir gemacht haben, müssen wir die Beziehungen immer in Betracht ziehen, wenn wir alles analysiert haben und wenn wir alles auseinandergestückelt haben, müssen wir diese Unordnung wieder zusammenordnen und zusammenstecken. Und das macht man, wenn man analysiert. Man hat alles analysiert, aber nie vergessen, alles zu beziehen, miteinander zu beziehen. Das macht es möglich, dass wir uns mit dem verbinden, mit dem, was wir nicht sehen, mit dem Gedächtnis. Wir können zusammen, wenn wir unser Herz wieder in die Hand nehmen, so wie Monse und Josep Maria gestern erwähnt haben, können wir dem Patienten alles glauben, was er sagt. Wenn ein Patient sagt, dass er Schmerzen hat in den Zähnen, aber auch auf dem Zeigefinger, dann ist das, was sie erzählt und was sie bezieht. Und das ist, was wir ihr auch glauben müssen. Das ist eben das Gefühl, das es macht, dass wir uns miteinander beziehen und eben das Herz wieder auflösen. Wir müssen nicht das Herz vom Wissen trennen. Wir müssen alles zusammenbringen und zusammenfügen, damit wir alles gut interpretieren können. Aber wir müssen eben auch verschiedene Aspekte mit einbeziehen. Wenn wir das Herz wieder in die Hand nehmen, werden wir eine neue Zahnmedizinmöglichkeit haben, die dann nicht so aggressiv sein muss. Und wenn man die Geschichte des Patienten versteht, kann man dann auch auf anderen Niveaus arbeiten, damit der Patient eine gute Behandlung hat. 3 Monate später kommt Elisabeth wieder und sagt, morgen, gestern hat man mir ein humane Papillomvirum analysiert und ich hatte wieder Schmerzen. Sie hat uns gezeigt, dass wir halt doch alles irgendwie in Beziehung haben müssen und miteinander immer zusammen haben müssen. In einer Sinfonie der verschiedenen Bilder, der Farben, der Musik ist der Zahn Teil des Ganzen.
Gracias. Danke. Bevor ich abschließe, möchte ich mich besonders bei Elisabeth bedanken. Dank all den Elisabeths, die seit gestern, morgen und sicherlich auch morgen noch da sein werden, können wir unsere Neuraltherapie machen und können auch unsere Arbeit leisten. Also die Patienten sind die, die den Applaus verdienen, die sind wirklich unser Dasein. Vielen Dank.